Anfang September. Die Streckenmontage an der Sechsersesselbahn Langewanz C5 ist voll im Gange. Die per LKW auf das Idioch beförderten und dort vormontierten Stützenbauteile werden nun mittels eines speziellen Lastenhubschraubers auf die vorbereiteten Fundamente gesetzt. Damit ein sicherer Betrieb der Seilbahn möglich ist, wurden schon lange vor Baubeginn die idealen Standorte der Stützen ermittelt. Da kommt ein Projektant, der sich das Gelände anschaut, mit einem Geologen. Dann wird der Längenschnitt ausgearbeitet, Berechnungsprogramm. Wird es dann eingegeben, wie das von der Koten her ist. Dann wird die Stützenlänge definiert und die dann berechnet mit den Fundamenten. Und dann werden die Stützen gefertigt. Und dann kommen sie an Baustellen und werden entweder geflogen oder mittels Kran montiert. Um effizient arbeiten zu können, wird an mehreren Stützen gleichzeitig gearbeitet. Während ein Bodenteam die Bauteile miteinander verschraubt, fliegt der Hubschrauber bereits das nächste Bauteil zur Montage an eine andere Stütze. Wichtig dabei ist vor allem ein eingespieltes Team. Der Pilot muss sich beim zentimetergenauen Ablassen der Bauteile auf die Angaben seiner Einweiser vor Ort verlassen. Die Schwierigkeit vom Piloten, er sieht die Höhe von oben nicht. Sonst sieht er eigentlich alles gut oder fast besser als wir, aber die Höhe und die Steilheit vom Gelände sieht er schlecht. Und wir sind halt dazu da, dass wir ihm dann regelmäßig die Höhe sagen. Und wenn es dann eng wird oder ein bisschen knapp beim Einfahren ist, sagen wir ein bisschen links, rechts, entlasten, ein bisschen auf wieder. Und das halt im Zentimeterbereich. Also so, wir fangen an bei 10 Meter und das geht dann runter bis 5 Zentimeter. Also das ist dann Zentimeterarbeit. Die Sechsersesselbahn Langewand C5 ist aber nicht nur technisch auf dem neuesten Stand. Auch optisch ist die Bahn auf der Höhe der Zeit. Skifahrer und Snowboarder nehmen nämlich auf einer Weltneuheit Platz. Das Besondere an dem Sessel ist, ist ein bisschen ein nice Konzept, ein nice Design. Es sind schwarze Gehängestangen drauf. Die Sessel haben einen extra Babel mit Punkten drauf. Ja, sie haben sich da sehr viel Mühe gegeben bei uns und auch von den Ischgl Seilbahnen her. Sie wollten was Besonderes und das kriegen sie auch. Also ich möchte da nicht viel verraten, aber das sehen wir nachher halt im Dezember.